Wir werden uns in nächster Zeit mit sogenannten elektrischen Feldern, elektromagnetischen Feldern, überhaupt mit Feldern beschäftigen und damit das ein bisschen anschaulicher wird, auch das Wort Potential zu klären, hat alles mit Physik zu tun. Auch für die Mediziner nebenbei gesagt. Muss ich noch mal ein paar Worte darüber verlieren. Wir kennen aus der Mechanik, aus der klassischen Mechanik Folgendes: Ich habe hier einen Tisch, hebe einen Gegenstand auf um eine bestimmte Höhe und habe ihm damit potenzielle Energie verliehen. Schaut auf diese Links, da ist das noch mal ausführlich erklärt. Das brauchen wir jetzt hier in Zukunft. Wenn ihr hier auf diese Links schaut und dieses Video, was hier angezeigt wird, anklickt, wartet dieses Video. Ihr verpasst also nichts. Habe ich das Buch dann, ich habe es mit dem Buch gemacht, höher gehoben, dann hat es noch mehr potenzielle Energie gehabt. Es konnte dann beim Fallen lassen, wenn ich es fallen ließ, seine potenzielle in kinetische Energie umwandeln. Okay, ich habe dazu aus Blödsinn gesagt, je höher gehoben, desto lauter Klatsch hier unten. Heißt aber, das geht jetzt nicht um Energieerhaltungssatz. Wenn ich das hochhebe und festhalte, dann kann es. Es hat die Potenz, es hat die Macht, die Möglichkeit herunterfallen. Hebe ich es höher, dann kann es runterfallen. Und je höher ich es gehoben habe, umso lauter kann es klatschen. Es hat also die Möglichkeit dazu. Darum geht es. Um das Potenzial. Also um die Möglichkeit, etwas zu erreichen. Wenn ich mir jetzt mal auf diesem Tisch hier, ich lasse mal die Beine weg, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass ich überall Gegenstände, egal wie, von dem Tisch gleich hoch hebe, dann haben die, man könnte sie alle wieder verbinden zu einer Fläche, überall die gleiche Höhe. Ich habe mal H1, H1 oder 2 und 3 und 5 zu Hn zusammengefasst und die ist überall gleich. Demzufolge ist auch die potenzielle Energie aller Orte hier, wo ich die Kugel hochgehoben habe oder den Gegenstand, 1, 2, 3 bis n, überall gleich. Man sagt dazu, weil es das kann, also die Möglichkeit dafür hat, Potenzial. Und diese Linien oder diese Fläche ist eine Fläche gleicher Potenziale. Wenn ich mir das jetzt mal von viel, viel weiter weg angucke und ich hebe von der Erde einen Gegenstand immer gleich hoch und ich tue mal so, als wenn die Erde ideal kugelförmig wäre, dann hätte ich hier Linien gleichen Potentials. Das heißt, an jeder Stelle hier, egal wo auf der Erde, könnte der herunterfallende Gegenstand wieder genauso viel kinetische Energie beim Aufprall erzeugen wie umwandeln, pardon, wie bei jedem anderen Ort. Gut. Jetzt müsste eigentlich klar sein, weshalb das die potenzielle Energie von der Höhe abhängt. Das heißt, die Höhe ist in diesem Fall dem Potenzial. Das Wort müssen wir uns einfach mal merken. Potenzial heißt die Möglichkeit. Wir gehen mal ein Bildchen weiter, was ich so gemalt habe. Wenn ich eine ideale Erdkugel mal aufschneide, also bloß jetzt nur noch als Ring darstelle, und ich sage, ja, das ist ja schön und gut. Potenzial, die Höhe ist klar. Wie ist denn das dann aber? Die Erdbeschleunigung, die ist in Erdnähe. 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und je weiter ich weggehe, umso weniger wird es. Das hat jetzt nichts mit der Höhe als Potenzial zu tun, sondern hier geht es um was anderes. Und zwar, wir schnappen uns mal einen Magneten. Ein Magnet, kennt jeder aus der Erfahrung, der zieht, je näher ich dem anzuziehenden Gegenstand komme, furchtbar doll an. Und je weiter der weg ist, umso weniger spürt man diese Anziehungskräfte. Aha. Also, wenn ich mir jetzt die Erde mal von ganz fern angucken würde und ich könnte überall diese hier angedeuteten Linien angucken, dann könnte man noch sagen, warte mal, je dichter die Linien sind, und weit weg sind sie nicht mehr so dicht, je dichter die Linien sind, umso größer sind die Anziehungskräfte. Auch die Erde zieht uns an, wissen wir, sonst wären wir alle schon weg. Worum geht's hier? Man sagt in diesem Fall dazu, das sind Linien gleicher Feldstärke. Es geht um die Feldstärke. Also ein Feld ist eine räumliche, im Allgemeinen räumliche Darstellung von gleichen Wirkungen. Also jetzt geht es nicht um, wie hoch hebe ich was, sondern wie stark wird etwas angezogen. Das werden wir dann auch in der Elektrophysik
Elektrizitätslehre auf jeden Fall brauchen. Und das Schwerefeld der Erde, aber das ist genauso wie mit Punktladungen, die wir dann betrachten, hat liniengleicher Feldstärke und je dichter die zusammengedrängt sind, umso stärker sind die Kräfte, die hier wirken. Ich hoffe, das ist mal eine andere Erklärung dafür, dass das ein bisschen leichter geht. Jetzt stellen wir uns mal gleich eine angenommene Erdkugel aus verschiedenen Materialien zusammen, und zwar besteht sie hier aus Sand, hier nur aus Stein und hier nur aus Eisen. Wir wissen alle, dass Eisen mit 7,8 Gramm pro Kubikzentimeter viel dichter ist als Stein mit 2,6 Gramm pro Kubikzentimeter und Sand vielleicht 1,8, 1,2, je nachdem, wie dicht der Sand ist. Okay, das heißt also, es müsste, weil Eisen viel dichter ist, die Gravitation, also die Anziehung, die Massenanziehung, hier viel dichter sein. Demzufolge könnte man sich hier auch dichtere Feldlinien vorstellen. Vielleicht lässt sich das aber doch noch mal anders vorstellen, wenn ich sage, ach, das soll wirklich so sein. Gehen wir noch mal zum Magneten zurück. Kennt jeder. Ich habe hier eine Tischplatte. Ich lasse mal die räumliche Darstellung weg und ich habe hier verschieden große und dicke, also verschieden lange und dicke Magneten angeordnet. Dann ist doch die Anziehungskraft entsprechend den Magneten überall unterschiedlich. Und so will ich es als Modell mal jetzt verstanden wissen, dass ich, wenn ich tatsächlich eine Erde hätte, die total verschieden klumpig aufgebaut wäre, ich ja auch tatsächlich unterschiedliche Anziehungskräfte oder, was die Ursache dafür ist, die Erdbeschleunigung habe. Nicht zu vergessen, es ist wirklich so. Da könnt ihr mal in der Literatur nachgucken, da wir ja einen Eisenkern auch in der Erde haben, haben wir tatsächlich unterschiedliche Erdbeschleunigungen unterhalb der Erdoberfläche schon. Übrigens, ganz genau in der Mitte ist sie Null, ne? Weil von allen Seiten die Anziehungskräfte wirken. Aber wie gesagt, nur im Idealfall so zu sehen. Nochmal, um das Wort Potenzial nochmal ein bisschen deutlicher zu machen. Wir hatten ja gesagt, je höher, desto Klatsch. Also je höher ich etwas hebe, umso mehr Potenzial hat es. Jetzt dieses Wort. Ich könnte ja auch sagen, wieso? Wenn ich gar keinen Tisch hätte, keine Beine dran, dann ist ja hier auch noch ein Stück Potenzial möglich. Ja, auch hier an diesen Punkten, wenn das der Gegenstand hier liegt, ist immer noch ein gewisses Potenzial da, denn bis zur Erdoberfläche ist ja noch ein Stück hin. Oder ich sage das mal jetzt hier als Tisch weggelassen, das ist jetzt mal nicht so wichtig. Wenn ich einen Gegenstand hier hochgehoben habe und einen anderen hier höher, dann habe ich hier eine Differenz der Höhe, Delta H. Und da wir ja wissen, W ist M mal D mal H, hier um die Höhe geht's. Die Höhe ist das Wichtige. In diesem Fall kann man sagen, ich habe eine gewisse Potentialdifferenz. Wir kommen dann noch dazu, wir werden dieses Beispiel wahrscheinlich noch öfter bemühen. Ich werde zu diesem Video noch öfter verlinken müssen, denn sonst ist die Spannung in der Elektrizitätslehre, die ja nur letzten Endes eine gewisse Potentialdifferenz darstellt, nicht zu erklären. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt die ganze Sache nicht noch verrückter gemacht und noch ein paar Gedankenanstöße aber gegeben, dass ihr es einfach besser versteht, worum es geht, wenn ich sage Feld bzw. Potential, Feldstärke, Potentialdifferenz und so weiter. Gut, ich wünsche euch was Schönes. Wir machen dann bald weiter mit Elektrizitätslehre für die Mediziner. Aber es kann jeder gebrauchen. Also, alles Gute. Tschüss.